Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Frage, wann Energieabrechnungen eigentlich verjähren. In der Community gab es nämlich eine ganz konkrete Frage, also gab es einen Kommentar unter einem der anderen Videos, da habe ich auch schon beantwortet. Da gab es einen ganz konkreten Fall, auf den wir gleich eingehen und ich habe mir gedacht, ich sollte das mal ganz grundsätzlich aufnehmen, dieses Thema, und hier mal plausibel für verschiedenste Situationen darstellen. Die formell korrekte Antwort ist, eine Energierechnung verjährt genauso wie jede andere Rechnung grundsätzlich 3 Jahre, nachdem sie ausgestellt worden ist. Diese Situation ist im BGB schon geregelt, aber ist auf die meisten Alltagsprobleme in der Energiewirtschaft gar nicht anzuwenden, denn die Rechnungen, die hier meistens so geklärt werden müssen, die wurden ja gar nicht erstellt. Der Kunde wurde nicht bemerkt, der Kunde ist erst nach Jahren aufgefallen und nun wurden Jahre rückwirkend Rechnungen erstellt und dann sind die jetzt erstellt worden und würden erst in 3 Jahren verjähren. Das heißt, man kann in der Energiewirtschaft problemlos auch ein Jahrzehnt rückwirkend immer noch Rechnungen erstellen und die sind nicht verjährt. Wenn man sie eben jetzt erstellt, dann würde sie erst in 3 Jahren verjähren. Und genau diese Situation wollen wir mal ein bisschen genauer auseinandernehmen. Warum kommt sowas zustande? Man zieht halt irgendwo neu ein, man geht in eine neue Wohnung und jetzt vergisst man sich bei dem Strom- oder Gasversorger anzumelden. Und jetzt kann es durchaus passieren, dass man über Jahre hinweg gar nicht bemerkt wird. Man selbst sollte eigentlich bemerken, naja, irgendwie zahle ich keine Stromrechnung, irgendwie zahle ich keine Gasrechnung, aber manche Leute kennen sich auch einfach wirklich nicht aus und denken, dass es dann in der Miete irgendwie mit drin wäre. Jetzt würde das normalerweise nach einem Jahr auffallen, wenn nämlich das nächste Mal der Strom- oder Gaszähler abgelesen wird und jetzt da hier offensichtlich ein Verbrauch drauf war. Dann ist in dem System des Energieversorgers meistens ein Leerstand gebucht, also dass die Wohnung leer steht. Dann sieht man aber, hey, da ist ein deutlicher Verbrauch drauf. Offensichtlich ist da gar kein Leerstand. Und dann geht man meistens in die Abstimmung und bemerkt halt, okay, hier ist offensichtlich ein Kunde drauf, den müssen wir jetzt mal noch rückwirkend ins System bringen und eine Rechnung erstellen. Dann ist es ganz klar, dann hat man als Kunde vergessen, sich anzumelden, dann ist man auch schuld, dann muss man auch diese Rechnung natürlich rückwirkend bezahlen. Dann kann man vielleicht sowas wie eine Ratenzahlung ausmachen, aber dann ist man auf jeden Fall hundertprozentig selbst schuld. Jetzt kann das Ganze aber natürlich auch noch ein bisschen länger dauern, 2, 3, 4, 5 Jahre rückwirkend, vielleicht auch, weil man auf den falschen Zähler angemeldet war oder was auch immer, oder man hat eben sich nur für Strom angemeldet, aber irgendwie ist die Gasanmeldung untergegangen und jetzt wurde eben erst später bemerkt, hey, man hatte auch einen Gasverbrauch. Dann ist das für mich schon mal eine deutlich fragwürdigere Situation, weil eben in der Versorgung, im Energieverwaltungssystem der Stromversorger, Gasversorger und der Netzbetreiber müsste an irgendeiner Stelle auch mal auffallen, hey, da laufen ja Energieverbräuche. Das kann jetzt eigentlich nur dann immer wieder über Jahre hinweg durchrutschen, wenn man hier nicht wirklich abliest und wenn man stattdessen immer die Energieverbräuche schätzt. Das ist grundsätzlich zulässig, dass man also nicht wirklich einen Stromzähler abliest, sondern dass man auf Grundlage von Erfahrungswerten es einfach wirklich schätzt und eine Rechnung macht und sagt, hey, wir gehen einfach davon aus, dass es bei einem Leerstand eben 1, 2 Kilowattstunden Jahresverbrauch für mal Strom, also mal Licht anschalten, mal sauber machen, was auch immer, was man ja auch bei einem Leerstand vielleicht mal machen müsste oder für Renovierungsarbeiten, dass es sowas mal gibt. Aber ansonsten, hey, wir schätzen einfach und dann passt das schon. Sowas kann prinzipiell auch über mehrere Jahre hinweg passieren und in dem konkreten Beispiel aus der Community waren es 8 Jahre. Was jetzt in diesem Beispiel aber für mich wirklich ganz, ganz krass war, der war in einer Stromversorgung angemeldet, er war aber nicht in der Gasversorgung angemeldet. Und in der Gasversorgung wurde jetzt bemerkt, hey, da gibt es ja gar keinen Leerstand, sondern da ist ein Kunde drauf und jetzt wurden 8 Jahre rückwirkend eine Rechnung geschrieben. Die ist natürlich ziemlich hoch und das könnt ihr wenigstens so aus der Portokasse bezahlen. Was ist aber das Dilemma für mich als Energiewirtschaftler? Wenn der Kunde nun aber 8 Jahre lang in der Stromversorgung war, dann darf es eigentlich nicht passieren, dass er in der Gasversorgung nicht bemerkt wird. Weil, und es klang für mich nach Grundversorgung, und Grundversorgung bedeutet im Regelfall, es ist ein Stadtwerk, was auch beide Sparten versorgt. Was also Strom versorgt und Gas versorgt. Jetzt gibt es ja in der Energiewirtschaft verschiedenste Rahmenbedingungen im Sinne von Unbundling, die eben sagen, okay, die Aufgaben werden geteilt und im Zweifel werden auch die Sparten geteilt und es kümmern sich verschiedene
Mitarbeiter und vielleicht auch verschiedene Systeme, um eben die Stromversorgung, um die Gasversorgung, um den Netzbetrieb und die Versorgerseite, sodass das durchaus passieren kann, dass solche Daten durchrutschen, nicht verglichen werden und deswegen nicht auffällt, dass in der Gasverbrauchsstelle gar kein Leerstand sein kann, wenn in der gleichen Stromverbrauchsstelle ein Kunde angemeldet ist. Das kann theoretisch passieren. Darf aber eigentlich nicht, weil spätestens im Netzbetrieb muss es ja auffallen, dass auf dieser Verbrauchsstelle ein Kunde angemeldet ist, für zumindest die eine Sparte. Es kann theoretisch nur dann passieren, wenn das Stromnetz und das Gasnetz von unterschiedlichen Unternehmen betrieben wird. Das gibt es auch durchaus, dass ja die Konzessionen unterschiedlich vergeben werden. Kann passieren. Aber bei jedem anderen Beispiel, wenn es einfach ein Stadtwerk ist, darf sowas eigentlich nicht über so viele Jahre hinweg nicht auffallen. Das heißt, die typischen Situationen wären also, der Kunde hat sich nicht ordentlich angemeldet und hat sich nur für eins angemeldet. Und man hat deswegen einen Leerstand irgendwo drin. Oder man hat halt jahrelang geschätzt und jetzt irgendwann wurde mal abgelesen und dann erstellt man halt rückwirkend Rechnungen, die deutlich höher sind. Jetzt kommt es aber ein bisschen zur Schuldfrage. Weil ja, na klar, die Verjährung, die gilt eben erst, wenn die Rechnung erstellt wird. Wenn die jetzt rückwirkend erstellt wird, ist es nicht verjährt. Keine Frage. Aber das Energiewirtschaftsgesetz sagt ja nun auch ganz deutlich aus, dass ein Energieversorger verpflichtet ist, nicht wesentlich länger als 12 Monate zu warten, ehe er eine Rechnung schreibt. Wenn er den Kunden nicht bemerkt, kann er natürlich die Rechnung nicht schreiben, kann auch nicht jährlich eine Rechnung schreiben. Er sollte nur vielleicht normalerweise eine Leerstandsrechnung auch an den Wohnungseigentümer zum Beispiel, an die Hausverwaltung oder wen auch immer leisten. Dann sollte vielleicht auch mal was auffallen, wie, hey, da kann auch gar keine Leerstandsrechnung kommen, da ist auch ein Mieter drauf. Okay, ist alles nicht passiert. Nun ist er aber verpflichtet, ja eine Rechnung zu schreiben. So, wenn er nicht weiß, dass da ein Kunde drauf ist, kann er zwar keine Rechnung schreiben, aber hätte eigentlich wissen müssen, dass da ein Kunde drauf liegt. Jetzt sage ich als Energiewirtschafter nämlich auch, da fließen doch Energiemengen. Und jetzt gibt es doch auch sowas wie eine Bilanzkreistreue. Ich muss doch wissen, wie viel Energie ich irgendwo einkaufe oder erzeuge und wie viel ich verbrauche in meinem Bereich. Dafür gibt es die Bilanzkreise. Ich muss da ja meine Erzeugung und meinen Verbrauch gegenüberstellen und es muss ja genau ausgeglichen sein. Jetzt gibt es natürlich immer mal Ungleichgewichte und dann bucht man auch mal irgendeine Energiemenge einfach irgendwo gegen. Das kann schon mal passieren, aber eigentlich kann sowas nicht über Jahre, über 8 Jahre hinweg vorkommen. In dem konkreten Beispiel, in dem also der Kunde für Strom 8 Jahre lang in der Versorgung war und für Gas nicht, würde ich jetzt sagen, hier haben beide Seiten deutlich verpennt und haben beide Seiten wirklich Fehler gemacht. Der Kunde hätte sich auch für Gas ordentlich anmelden müssen. Er ging wohl davon aus, dass er einen Kombitarif hatte mit Strom und hat es deswegen nicht bemerkt. Er hätte sich aber darum kümmern müssen. Gleichzeitig hätte der Gasversorger bemerken müssen, dass sein Kunde drauf ist und dass der Verbrauch läuft. Über 8 Jahre definitiv hätte er bemerken müssen. Allein schon, weil er ablesen muss. Weil es auch so die zumindest maßgebliche Regel gibt, auch spätestens nach 3 Jahren mal abzulesen und nicht immer nur zu schätzen. Was würde ich jetzt empfehlen, wenn man in der Situation ist, dass man eben über Jahre hinweg rückwirkend jetzt sowas zahlen muss? Ich würde sagen, sprecht mal mindestens mit dem Energieversorger und sagt, hey, ihr habt da auch nicht alles richtig gemacht, lasst uns einen Kompromiss finden. Übernehmt die Hälfte, ich übernehme die Hälfte, macht eine Ratenzahlung draus und irgendwie kriegen wir das schon hin. Und wenn man dafür eben nicht offen ist beim Energieversorger, dann sollte man als Kunde jetzt mal am besten zur Verbraucherschutzzentrale gehen. Da gibt es die vom Bund oder auch von den diversen Bundesländern, kann man ja alles googeln. Die haben im Regelfall Energieabrechnungsexperten auch vor Ort. Und mit denen kann man das Ganze ein bisschen durchsprechen, kann bemerken, okay, hier hat offensichtlich auch der Energieversorger seinen Job nicht ordentlich gemacht und kann dann dementsprechend auch dazu übergehen, einen Kompromiss zu finden. Und im Zweifel mit so ein bisschen Öffentlichkeit und Verbraucherschutz und klar auch versuchen, ein bisschen Druck auszuüben auf den Energieversorger, dass er auch hätte mal seinen Job ordentlich machen müssen und dementsprechend hier er auch entgegenkommen muss und vielleicht mal mindestens die Hälfte der Rechnung auch dann übernimmt. Soweit dazu. Ich kann aus der Erfahrung sagen, sowas passiert. Und es passiert regelmäßig und sowas passiert immer wieder. Es passiert eben wegen des komplett analogen Systems, wegen der Energiemengen, die über den Daumen gepeilt, prognostiziert und zugeordnet werden. Das wird ja in der Zukunft durch Smart Metering und Co. alles ein bisschen einfacher und besser und dynamischer und flexibler, klar. Aber bisher ist es nun mal so, dass solche Dinge passieren. Aber bei solchen krassen Beispielen wie, hey, 8 Jahre rückwirkend, Gas nicht versorgt, aber Strom versorgt, nee, also da hat der Energieversorger meiner Meinung nach wirklich Fehler begangen und muss sowas dann auch für einen Teil zumindest übernehmen als seine eigene Schuld und muss dann eine Rechnung auch mal kleiner machen.
Soweit also die Grundregeln für die Verjährung der Energierechnung. Grundsätzlich 3 Jahre nach Erstellung der Rechnung. Erstellung der Rechnung heißt aber eben, wenn sie jetzt rückwirkend gestellt wird, ist sie trotzdem erst jetzt in der Frist und wird erst in 3 Jahren verjähren. Das gilt also im Regelfall gar nicht. Ihr könnt aber durchaus die Pflichten der Energieversorger als Argument mit aufnehmen. Sie müssen euch einerseits bemerken wegen der Bilanzkreistreue. Sie müssen euch auch eine Rechnung stellen jedes Jahr. Und Sie müssen auch mal ablesen und dann spätestens bemerken, dass ein Verbrauch drauf ist. Und wenn Sie das alles nicht tun, dann kann man auf jeden Fall ein bisschen argumentieren. Gleichzeitig, ich kann es verstehen, dass es bei einem Energieversorger wegen einfach den IT-Systemen und den Prozessen untergeht. Aber hey, dann müsst ihr als Versorger auch mal entgegenkommen, wenn ihr da mal ein paar Jahre geschlafen habt. Also, es ist nicht ganz einfach. Es gibt keine hundertprozentig klare Rechtslage und von mir ist es auch keine Rechtsberatung, was ich hier erzählt habe, sondern hey, es gibt einfach verschiedene Rahmenbedingungen, die man beachten muss. Das war es jetzt eigentlich soweit. Habt ihr Fragen oder Beispiele oder konkrete Anekdoten dazu? Schreibt die mal ruhig unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.